Hallo Jäger, hier ist Carsten von Jagd Total. Heute gibt es noch eine Neuigkeit und zwar steht das nächste Jagdgewehrprojekt vor der Tür und zwar sogar zwei. Ja, ich habe ja hier schon das Bergwaffenprojekt gemacht und das ist ja richtig gut gelaufen. Und als nächstes machen wir jetzt zum Beispiel eine Drückjagdwaffe. Ja, also das ist gerade in Arbeit, da überlegen wir natürlich noch, wie muss die sein. Ein Drückjagdglas dafür haben wir schon besorgt. Also da wird auf jeden Fall hier dieses coole Drückjagdglas 1 bis 6x24 hier drauf kommen. Und dann machen wir noch ein Projekt und das ist das Fuchswaffenprojekt. Und da wissen wir im Moment auch noch nicht, wie wird die Waffe, welche nehmen wir dafür, welches Kaliber, welche Lauflänge. Das muss natürlich ein Ding sein, was präzise ist, ja, und das richtige Kaliber hat für einen Fuchs. Und wir nehmen aber auch ein DD-Optik-Zielfernrohr dafür, weil die sind einfach zu geil, das neue NFX hier. Also was in Frage kommt, ist auf jeden Fall hier so ein 2,5 bis 15 mal 50. Ich glaube, das ist schon, kommt schon richtig gut ran hier an die Anforderung für eine Fuchsjagdwaffe. Ja, also, das sind die Projekte, die anstehen. Ich kümmere mich jetzt mal darum, dass ich ein bisschen Input kriege von den ganzen Leuten von Jagd Total und von Büchsenmachern und von Firmen und so weiter. Ich bin da nicht festgelegt auf irgendeine Firma. Das ist völlig egal, von welcher Firma die Waffe ist und vielleicht bauen wir uns die auch komplett zusammen. Die soll halt für euch später auch kaufbar sein und auch erschwinglich. Also das Preis-Leistungs-Verhältnis muss top sein, aber sie muss natürlich super leistungsfähig sein. Und eben ganz speziell für die Jagdart werden wir die zusammenstellen. Fuchsjagdwaffe und die Drückjagdwaffe. Wird bald kommen.